Ja, hallo Freunde, der Loki und ich, wir befinden uns jetzt mal wieder im Camper. Ich habe die Scheiben mal komplett isoliert. Am besten funktionierte das tatsächlich mit Saugnäpfen hier. Und jetzt haben wir auch ordentlichen Sichtschutz. Und jetzt will ich mal gucken, wie sich das hier ja in dieser Nacht so ein bisschen hier bei uns entwickelt. Hallo Leute, so, wir haben im Grunde genommen jetzt 7 Uhr, die erste, also das ist jetzt die vierte Nacht gewesen hier im Camper, aber die erste in, sag ich jetzt mal, fast totaler Dunkelheit, weil wir ja hier alles so ein bisschen Isolierung ausgekleidet haben, gerade an den Fenstern. Ich habe hier so eine Folie zugeschnitten und die mir auf die Fenster getan. Richtig fest sind sie mit so einem Saugnapf hier. Das funktioniert relativ gut, finde ich. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich ja gerade fertig mal draußen so ein bisschen rumgefilmt, wenn hier drin Licht an ist. Man sieht draußen fast gar nichts. Also das finde ich super. Wir sind super stealthy. Gestern Abend ist hier ein Pärchen wohl angekommen im Auto. Die haben wohl, was werden die wohl gemacht haben hier so 20, 30 Meter von mir entfernt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die habe ich überhaupt nicht gesehen. Ja, aber es ist Wahnsinn. Ja, ich bin auch zwischendurch mal ausgestiegen. Hatte mal geguckt, was die so machen. Er stand draußen und hat mit dem Handy gespielt. Und lief, hat mich auch kaum gesehen. Irgendwann habe ich mit dem Hund dann nochmal eine Runde gemacht, weil er hier so ein bisschen rappelig wurde. Ich denke mal, er hat viel zu viel von draußen gehört, weil die Fenster offen waren. Und war super drauf konzentriert, was draußen los ist. Und dann sind wir rum und danach haben sie sich verpisst. Also als ich mit dem Hund so mal über den Parkplatz gegangen bin hier. Auf jeden Fall super die Nacht. Loki war ein bisschen unruhig, vielleicht weil er A nichts sah. Weil, ne, er kann ja nicht rausgucken aus dem Fenster, aber eine ganze Menge gehört hat. Ne. Was auch für mich sehr neu war, heute hat es gerichtet, also richtig schön geschüttet. Und das Prasseln auf dem Wagendach, das ist schon nicht einschläfernd, aber wachhaltend, würde ich so mal sagen. Aber ansonsten haben wir doch relativ gut geschlafen. Ich werde mir jetzt doch noch mal vielleicht noch ein Stündchen noch liegen bleiben, bis es so einigermaßen hell ist, damit ich da mit dem Hund gehen kann. Und und dann zeige ich euch gleich noch mal so ein paar Sachen, die wir hier gemacht haben, wenn es ein bisschen heller ist. So, wir sind doch wieder zu Hause. Ich wollte euch das eigentlich draußen gezeigt haben, aber naja, es pisst den ganzen Vormittag, also irgendwie in der Nacht angefangen. Ich sollte meinem Vater noch ein paar anhelfen, das haben wir dann auch am Ende gelassen. Jetzt sind wir wieder in der Garage. Nacht hat recht gut geklappt, habe ich ja schon gesagt. Loki war ein bisschen undönig, aber im Großen und Ganzen lief es sehr, sehr gut. So, was ich euch zeigen wollte, ich habe halt eben mit so einer Folie, mal gucken, so einer Folie hier im Grunde genommen meine Fenster von innen isoliert. Es ist auch ein bisschen Sichtschutz natürlich, ne? Also das ist super stealthy. Also ich habe auch mal wirklich von draußen geguckt, habt ihr auch ein Video gesehen. Da ist halt, man sieht fast nichts, ne? Also man ist schön getarnt im Wald. Finde ich halt gar nicht mal so schlecht. So, und womit habe ich es festgemacht? Das sind hier so Saugnäpfe. Ich weiß gar nicht, ne? Wie gut man das sieht. Mal gucken.
Nee, will nicht. Okay, zeige ich euch vielleicht gleich zu Hause nochmal in einem Foto ein bisschen näher ran. Weil wie gesagt, der hat hinten auch diese Saugnäpfe, haben hinten ein Gewinde. Und dann schraubt man halt das Gegenstück drauf von der Innenseite und man macht in diese Folie ein Loch. Ja, von der einen Seite den Saugnapf, von der anderen Seite das Gewinde, zusammendrehen, fertig. Relativ einfach. Ja. Ich hatte anfangs gedacht, ich nehme Magnete, hatte mir auch jemand auf YouTube, hatte ich ein Video gesehen, gesagt, ja, nimm doch Magnete. Magnete ist halt einfach doof, gerade bei einem Auto wie dem Mini, was im Grunde genommen ja, vorne Seitenfenster ohne so einen Rahmen hat. Ja, wir gehen halt direkt an die Karosserie, die Seitenfenster. Ja, so, und da kannst du halt, hast halt wenig Möglichkeiten. Ja, mit dieser Folie habe ich dann auch so ein paar Windabweiser im Grunde genommen improvisiert. Da habe ich dann Magnete dran getan, so Rundmagnete, die kannst du dann direkt festkleben. Hat super jetzt auch die Nacht gehalten. Bei sehr viel Wind wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich glaube im Sturm wollte ich eigentlich nicht draußen übernachten oder im Camper übernachten. Ja, wie gesagt. Nacht Nummer 4 im Grunde genommen mit Loki hat sehr gut geklappt. Wir werden da immer ein besser eingespieltes Team. Der Aufbau geht recht flott. Der Abbau, dadurch, dass du gerade die Klimmit halt wieder entlüften musst, dauert ein bisschen. Na, ist ein bisschen hackelig. Vor allen Dingen dann, wenn es wie gerade eben regnet, habe ich ein ziemlich großes Problem, da alles einigermaßen trocken auch na, wieder unterzubringen. Ich muss hier so ein paar Sachen aufhängen, hier in der Garage, damit es weiter trocknet. Aber sonst im Großen und Ganzen hat mir das heute sehr, sehr gut gefallen und gestern natürlich.